Wir gehen heute mit Annabelle in den Wald. Ich frag mich, wen wir dort treffen werden. Ich setze Annabelle hin, sodass sie besser sieht. Schau, Annabelle, da ist ein Igel. Komm, wir geben ihm etwas Leckeres. Was mögen Igel? Äpfel. Schau, Annabelle, dem Igel hat dein Apfel gefallen. Mach's gut, Igel. Und was ist dort? Schau mal, Annabelle. Eine Ente mit Entlein. Wir kommen mal näher. Hallo, Ente. Wir füttern die Ente. Wir haben Brot mit. Quak, 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 quak. Und dieses Stück gibt Annabelle der Ente. Annabelle hat auch Hunger. Für sie habe ich eine Banane. Sag Tschüss zur Ente, wir fahren weiter. Schau, Annabelle, da ist ein Eichhörnchen auf dem Baum. Das ist ja lustig. Wir haben nichts mehr im Korb. Dieses Milchfläschchen ist für Annabelle. Bleib hier, ich suche nach Futter für das Einhörnchen. Ein Tannenzapfen. Den geben wir dem Eichhörnchen. Mach's gut, Eichhörnchen. Und jetzt muss Annabelle schlafen gehen.
Wir sind mit Annabelle am Meer. Es hat draußen geregnet, deshalb ziehe ich der Annabelle Gummistiefel und einen Regenmantel an. Annabelle mag es selber, das Auto zu schließen und zu beobachten, wie sich die Spiegel schließen. Schau mal, was für Ströme nach dem Regen das sind. Natürlich laufen wir darin. Dafür haben wir doch unsere Stiefel angezogen. Es geht weiter. Wir gehen runter zum Meer. Schau mal, Annabelle, was für Wellen. Aber es ist ganz schön tief dort. Sei vorsichtig. Es macht Spaß, in den Wellen zu springen. Oje, oje, wir haben unsere Füße nass gemacht. Unsere Stiefel sind voller Wasser. Ist dir kalt? Komm, wir ziehen uns im Auto um. Selbst die Shorts sind nass geworden. Setz dich, ich bring dir ein Handtuch. Setz dich, Annabelle. Ich schnall dich an.
Hier ist dein Fläschchen. Ich hoffe, Annabelle hat der Spaziergang gefallen.